Hallo, ich grüße euch. Ich bin jetzt in Mönckebude, in dem kleinen auf dem Hafen. Ist richtig was los. Wir sind hier mit dem Auto gerade angekommen für unseren Urlaub. Und ich zeige mal. So sieht das Auto aus. Hinten sind auch zwei Fahrräder drin. Wenn wir zum Boot kommen. Und dann müssen wir jetzt ordentlich bepacken. So, ich zeige jetzt auf der Karte wieder, wie wir in diesem Jahr gesegelt sind. Und zwar hier von Mönckebude aus ein kurzes Stück nach Uckermünde. Da hatten wir zwei Übernachtungen, haben uns Uckermünde angeguckt, da kann man auch schön frühstücken und so weiter. So, und so sieht es aus, wenn wir segeln. Da ist übrigens der grüne Wollfaden. Da braucht man nicht nach oben zu schauen, da ist noch einer und hat immer die Windrichtung. Schaut, polnische Flagge, oben der Verklicker. Hier die Fischernetze, die man beachten muss. Ja, wir hatten schönes Wetter am ersten Tag. Das ist in Uckermünde, wir liegen da direkt an der Kaimauer in der Stadt. Hier ist ein kleiner Marktplatz. Hier liegt unser Boot. An dieser Kaimauer mit Strom und einem ein wunderschönes Hafenmuseum ist zu besichtigen. Ja, und hier nochmal ein Abschiedsblick auf Uckermünde. Dann sind wir weiter gesegelt hier in diese kleine Bucht, in den Neuwarper See sozusagen, haben uns Altwarp angeguckt, sind durch den Ort gelaufen. Da kann man dann für 2-3 Stunden kurz liegen und sich das anschauen, dann wollen wir essen und dann sind wir losgefahren und sind hier reingefahren. Hier ist ein Naturschutzgebiet, dieses Stück, und wir sind dann da reingefahren und haben hier ungefähr geankert. Das ist so eine Vogelinsel, auch Naturschutz, und stinkt unheimlich nach Vogelabfall irgendwie. Wir sind dann noch mal ein bisschen weiter weggefahren. Am nächsten Morgen sind wir dann nach Neuwarp, also das war Altwarp, Neuwarp. Haben uns Neuwarp angeguckt, da kann man einfach an der Kaimauer liegen, da gibt es auch Bilder. Und sind rumgekommen, waren essen, haben Geld getauscht und so weiter. Das ist jetzt hier so praktisch die polnische Seite. Hier läuft auch die Grenze, das Grüne ist die Grenze. Ja? Also wir waren hier schon ja, zwischen Polen und Deutschland irgendwo geankert. Dann sind wir rausgefahren, hatten noch ein bisschen Wind und sind hier einfach ans Ufer rangefahren. Da sind diese wunderbaren Bilder entstanden, wo ich auf dem Grund stehen kann und das Boot filme und so weiter. Also sehr, sehr schön. Aber wir hatten natürlich sehr wenig Wind und das war auch klar, dass das auch so bleibt. Dass wir hier nicht überrascht werden von irgendeinem Sturm oder was. Das ist unser Kurzbesuch in Altwarp. Ein hübsches, ja, da schaut man rüber nach Neuwarp. Jetzt sind wir wieder losgesegelt, auch Neuwarp zu unserer Vogelinsel. Hier sind wir jetzt schon wieder in Neuwarp. Ja, eine Künstlerskulptur in Neuwarp, die am Rathaus dort steht. Das Rathaus auch mal von hinten. Ja, wenig hübsche Gebäude, polnische Flagge, wie man sieht, haben wir gesetzt. Das wurde uns empfohlen. Und jetzt sind wir an unserer hübschen Bucht. Hier zeige ich mal die Inneneinrichtung. Wir haben ja so ein Hubdach, das ist auf und dann ist eine Stoffumrandung. Hinten ist es zu. Und so, dass man also in den mittleren Bereich stehen kann. Man sieht da auch den Kocher, der ist also voll kardanisch. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Und jetzt noch ein Blick nach vorne. Da sind unsere Fahrräder so seitlich, ein bisschen ungeordnet. Naja, nun so ist das im Boot. Nochmal etwas kompletter mit den schönen Fenstern. Eine helle, freundliche Räumlichkeit. Und das ist am nächsten Morgen. Bei Ruhe. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch mal einen Rundblick. Wir sind am Stettiner Haff, morgens um 8. Vorhin war noch ganz ruhiger Wind, jetzt kommt sogar ein bisschen auf, können wir nachher segeln, nach Stettin in die Richtung jedenfalls. Ich zeige einfach mal den Umblick.
da sind die Schwäne. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Und hier sind wir direkt am Schilf. Also wenn hier mal eine Welle steht, mal richtig Wind ist, dann geht es natürlich zur Sache. Wir ankern hier auf 1,20 Meter Tiefe. Ja, so sieht das aus. Dann kann man auch schön baden und der Boden ist ganz sandig schön. Gelegentlich schwimmt mal eine Feder vorbei. Hier nochmal ein schöner Schwenk. Das Ufer, wir sind hier dicht am Ufer. Ich kann hier stehen im Wasser, deswegen kann ich schön filmen. Geht bloß bis zur Schamgegend. So, da liegt unser Boot. Das ist das große Stettiner Haff. Wenig Wind. So, dann sind wir weiter gesegelt nach Triesbiel. Ich kann das schlecht lesen. Also nach hier so ein kleiner Ort, das ist der Hafen. Das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, aber der Ort gibt jetzt nicht so viel her. Am nächsten Tag sind wir dann hier rüber gesegelt nach Stepnica. Stepnica, ja. Da ist so ein kleiner Fluss, den kann man reinfahren. Und da kann man so rechts und links liegen die ganzen Boote. Da ist ein modernes Hafengebäude sozusagen. Ja, und dann haben wir uns den Ort angeguckt. Da ist noch ein anderer Hafen. Ich hätte lieber den ganz normalen Hafen gehabt, weil der so einen schönen Ausblick dann hatte hier aufs kleine Vorhaf hier. Aber dort haben wir dann übernachtet. Man sieht unsere vollautomatische Steuerungsanlage, festgeschnallt wie immer. Hier mal ein Blick über unsere Kajüte. Und dann sind wir in Triesbiel angekommen. Ein hübscher Hafen. Hinten ist auch ein Badestrand. Hier ist die Kirche zu sehen. Hier bereite ich schon für den Salat oder für das Frühstück sogar. Wir haben hier das Sonnensegel ausprobiert oder Kuchenbude, die ich in einem anderen Video auch nochmal zeige, wie ich die herstelle. Hier sind wir schon am nächsten Tag wieder nach Stepnica rüber gesegelt. Und das ist das sehr vornehme Strandhaus mit dem hübschen kleinen Hafen, der mir also besser gefallen hat als der andere, weil es auch so einen schönen Sonnenuntergang da gibt und ein schöner Blick. Am nächsten Tag sind wir dann rumgesegelt. Man kann auch hier vorbeisegeln mit dem geringen Tiefgang. Hier wollte ich in diese kleine Bucht. Auf der Seekarte ist da 50 cm Tiefgang und wir haben noch davor geankert, also mit 1,20, 1,50 Tiefgang. Ich bin aber dann am nächsten Morgen dahin gefahren und bin auch ein kleines bisschen reingefahren. Da ist also viel Schilf und alles und da ist wirklich nur 50 cm. Man muss also auf den Pegelstand auch achten, wenn man da jetzt rein will. Und hier, dieses Gebiet hier, hier sind diese Pflanzen, die ich dann auch aufgenommen habe, die da schwimmen, diese blühenden Pflanzen. So, es ist 8:30 und wir sind an einer kleinen Ausbuchtung hier mit Schilf. Ich bin da nicht weit darauf gefahren, weil mir hier zu naturell hier ist. Unterhalb eines Meters Tiefe, also vielleicht gerade mal einen Meter. Und hier ist der Blick auf das Haff. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Da ist so ein Blütenteppich. Das werde ich vielleicht morgen nochmal filmen. Wir hatten heute in der Mittagspause Windstille und sind ein bisschen an den Rand gefahren, aber noch weit vom Ufer und konnten ankern auf auch fast nur einen Meter Tiefe. Ja. Jetzt haben wir Abendbrot gegessen und genießen den Ausklang und gehen nochmal hier ins Wasser. Hier kann man auch stehen.
Den Grund kann man sehen, das ist sehr klar. Hier ist also in Wirklichkeit ungefähr 1,60 tief. Und dieses Blumenfeld, ich schwenke mal nach außen, es ist da draußen. Das sieht aus, als ob da ein Strand ist. Sehr, sehr schön. Wir sind dann hier weiter gesegelt auf der polnischen Seite nach Warnica und sind dann hier in dem Hafen waren wir auch, sind mit dem Fahrrad dann hier hochgefahren, habe geguckt, ob man hier irgendwie noch etwas tiefer liegen kann. Das würde gehen, aber da ist das Boot ein bisschen ungeschützt. Da liegt man dann ganz alleine. Wir haben darauf verzichtet. Wir sind dann mit dem Fahrrad gefahren hier nach Mietstroje. Ja, hier am Strand waren wir, haben uns den Ort angeguckt, da war noch ein bisschen kühl, da waren wir die Einzigen, die da gebadet haben, mehr oder weniger. Aber es war weiß ich, 18, 19 Grad wird es schon gehabt haben. Und dann sind wir wieder zurück. Am nächsten, ich glaube, wir waren 2 Tage da, ja. Und so, heute segeln wir bei 2 Windstärken. Hinten sieht man diese Stein. Kreise. Das sind so 2 aufgeschüttete Steine, große Kreise. Wofür die sind, schaue ich nochmal nach. Hier bei 2 Windstärken hier rüber und segeln jetzt zu unserem nächsten Quartier. Wasser hat bestimmt 21 Grad und Luft ist 26 Grad. Und die Frage ist, braucht man da ans Mittelmeer oder kann man auch hier auf Cetina Haff schön segeln. Vor allen Dingen ist hier keiner, ne? Wir sind hier ziemlich alleine. So, jetzt zeige ich euch mal, ich habe jetzt einen Blister gesetzt und den Großsegel. Ich habe da ja halben Wind, kann ich ein bisschen dichter holen vielleicht noch wieder. Aber wir machen jetzt richtig Fahrt. Weiß nicht, ob man das sieht, wenn hier was vorbeiströmt, obwohl das Wasser blitzeblank ist. Hatten wir schon mal, hatte ich auch schon mal gefilmt. Und wir nähern uns unserem Ziel mit 1,5 Knoten. Ist eben Leichtwindsegelei. Hätte auch nicht gedacht, dass aus mir nochmal ein Fahrtensegler wird. Aber so ist es. Das stundenlange Flautensegeln führt dann doch noch dazu, dass man den Motor, wenn der Wind wiederkommt, dann doch noch benutzen muss. Hier sieht man unseren kleinen Fahrradausflug an den Strand in Mietstroje. Meine Frau fotografiert hier die Fahrräder. Hier haben wir nochmal ein schönes Bild, was wir dann auch unseren Kindern senden. Hier ist ein interessanter Zaun für mich, den ich fotografiert habe für mich und ja, hier nochmal. Und dann ein nicht so schöner, aber aus alten Nähmaschinengestellen einfach zusammengeschweißt. Und das war der Hafen als Ausgangshafen, nicht für diese Radtour. Gut, wieder Salat am Abendessen mit schönem Licht. Ja, hier sieht man auch diesen kleinen Hafen. Er hatte auch so ein modernes Hafengebäude. EU finanziert möglicherweise. Hier liegt unser Boot in dem kleinen Hafen. Und dann sind wir hier rumgesegelt. Das war, hier war dann wenig Wind, hier war wieder auf einmal viel Wind. Die Wettervorhersagen insgesamt waren vielleicht nicht ganz exakt. Hier haben wir uns besonders gewundert, dass an dem Tag auf einmal Wind war, wo gar nichts angesagt war. Hier hatte ich gehofft, dass es ein bisschen länger durchhält. Also den kam er, aber hier mussten wir kreuzen, nicht nach Kaminke.
Kaminke ist eine kleine Kaimauer sozusagen, die auch Wellen kriegt, so ein bisschen von außen, wenn der Wind so ein bisschen ungünstig ist. Und die ist auch sehr rau, da raut man sich die Fender auf, aber das kostet nichts. Man kann da einfach liegen, da ist auch so eine Gaststätte, die laute Musik manchmal macht und so. Aber da ist auch hier ein kleiner Badestrand auf der Seite und auch kleines Toilettenhäuschen, also was eigentlich für die Badegäste, für den Badestrand. Wir sind dann auch mit dem Fahrrad nach Swinemünde, haben uns Swinemünde angeschaut, waren hier baden, da war ein wirklich Sommerwetter, das war auch sehr schön. Das war ein Sonntag, wieder zurück und sind dann von Kaminke wieder zurück nach Mönckebude. Das war so insgesamt die Sommerreise. Man muss wirklich sagen, das war schon sehr schön, sehr geruhsam. Also man sieht, man ist nicht viel gesegelt. Damals sind wir ja hier hochgesegelt. Das waren ja ganz andere Strecken. Aber es war erholsam und wirklich sehr schön. Das Haff lohnt sich. Heute segeln wir noch bei schönem Sonnenschein und 3 bis 4 Windstärken nach Kaminke. Und wir können mit unserem geringen Tiefgang schön abkürzen. Nachher sollen 4 Windstärken kommen und da müssen wir kreuzen. Da habe ich mal unsere Sturmfock gesetzt. Wir haben keine Fock 1 oder 2, sondern die Genua. Und die Sturmfock ist ein bisschen klein jetzt, aber wir fahren trotzdem mit 6 bis 7 Kilometer pro Stunde. Hier irgendwo dahinter verbirgt sich die Einfahrt nach Swinemünde, der große Kanal. Ja, das ist eine geruhsame Fahrt, wenn man Wind von hinten hat. Ein bisschen bewölkt, das war nicht so sehr stark Sonne abbekommen. So, jetzt sind wir an der Einfahrt von Swinemünde vorbei. Muss ja immer gucken, ob da nicht vielleicht mal ein Dampfer rauskommt. Den sieht man manchmal schon über den Bäumen, die Kabinen oben. Ein Segler kommt ihm entgegen. Jetzt gibt er erstmal ein Horn. Der Segler hat sich da zu weit reingewagt wahrscheinlich. Gut, ich leg mich mal einen Moment hin. Meine Frau, die steuert schön. Wieder ein bisschen weiter weg. Nee. Achterlicher Wind und gleich legen wir nach Kaminke dann an. So, das ist hier meine Koje. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hier sind die Fenster. Na, ich hatte die Fock gewechselt. Diese Sturmfock, das war doch, jetzt war der Wind zu lau. Und man kann damit auch schlecht kreuzen. Die ist einfach zu klein. Ja, und jetzt geht's mir gut. So, wir sind in Kaminke angekommen. War doch ein ganz schöner Wind dann zum Schluss. Vorher fast Flauten. Wir dachten schon, wir müssen Motoren. Jetzt sind wir hart hier gekreuzt und liegen hier an der Kaimauer. Es gibt kein Sanitär, nichts. Hier ist unser Boot. Und hier sind auch nette. Ich schwinge mal gleich da. Hier Pferde mit Musik. Einen Hafenmeister finden wir nicht. Und die Kaimauer ist sehr rau. Er hat schon Angst um seine Fender, aber es sind ja kaum Bewegungen. So, das ist jetzt Kaminke vom Boot aus gesehen. Kleiner süßer Hafen, hier bin ich am Rummachen. Das ist ein kleiner Platz für Wohnmobile und das ist der kleine Badestrand hinten. Und hier sind wir jetzt nach Swinemünde gefahren und meine Frau am Strand. Und so, heute am Sonntag sind wir schön angezogen nach Swinemünde gefahren, haben ein Bad genommen, wie auch sehr viele andere Menschen
hier am Ostseestrand. Nachher geht es wieder zurück nach Kaminke, wo unser Boot liegt. Zum Abschluss noch der Abend in Kaminke und ein Blick aufs Wasser, die Vögel und der Sonnenuntergang. Und dann sind wir schnell nach Mönckebude, weil da war Gewitter angekündigt, was man jetzt in dem letzten Nachspann nochmal sieht. Und damit verabschiede ich mich. So, Gewitter im Hafen. Und Stürme und Regen. Und hier ist unsere Kuchenbude. Und hält ganz gut trocken, ist ja noch nicht fertig. Und was gibt's zu essen? Schöner Salat.